so gefährlich ist. Tjo, Arsene Wenger, absoluter Gentleman, freut sich auf das Spiel, pfütet so ein bisschen Mario Götze. Morgen übrigens werden etwa 1500 Fans aus England in Dortmund zu Gast erwartet. Das allerdings, Engländer beim Fußball in Dortmund ist ein Phänomen, das es inzwischen häufiger gibt. So war das auch am Samstag. Englische BVB-Fans aus Dover, die extra anreisen, um den BVB zu sehen. Vier Briten in allerbester Laune. Dortmundium, Dortmundium, Miserinale, Dortmundium. Naja, eigentlich kommen die Jungs ja aus Dover, aber die Leidenschaft für den BVB hat sie eben auch zu Dortmundern gemacht. Die Freunde Rob, Justin, Matt und Neil. Während der Fußball-WM 2006 verlieben sich die vier aus der südenglischen Hafenstadt ins Dortmunder Stadion und kommen seitdem immer wieder von Dover ins Ruhrgebiet. Die Dortmunder waren so nett zu uns, als wir bei der Weltmeisterschaft da waren. Seitdem sind wir große Fans. Just a really great atmosphere. Es ist einfach eine großartige Atmosphäre dort im Stadion und in der ganzen Stadt. Jedes Mal, wenn wir da waren, haben wir neue Freunde gefunden. Das ist für uns etwas ganz Tolles. Die Zuneigung zur Borussia auch in der Stammkneipe des schwarz-gelben Quartetts in Dover nicht zu übersehen. Seit Tagen redet man hier nur noch über das bevorstehende Champions-League-Spiel gegen Arsenal London. Engländer, die selbst gegen ein Team aus dem eigenen Land für einen deutschen Verein die Daumen drücken. Für viele ein No-Go. Warum sollte man einen deutschen Verein unterstützen, wenn man hier in England Arsenal London hat? Ich kann das nicht verstehen. Any Englishman supporting a German football team has got to be a bit. Als Engländer ein deutsches Team zu unterstützen, ist einfach nicht richtig. Ich meine, England gegen Deutschland, das ist halt eine große Rivalität. Der nächste Morgen kurz vor 5. Los geht's mit der Fußballfahrt in Richtung Dortmund. Was man für seinen Club nicht alles auf sich nimmt. Fast 500 Kilometer durch den Eurotunnel und insgesamt 5 Länder. Westdeutscher Meister, BVB Borussia, Westdeutscher Meister, Borussia BVB, Westdeutscher Meister, BVB Borussia. Die Stimmung ist super, trotz Schlafmangels. Lucky. Wenn es hochkommt, habe ich 2 Stunden geschlafen. Größter Nachteil ihrer Touren nach Dortmund, sie führen an einer ganz bestimmten Stadt vorbei. Gelsenkirchen. Doch die Jungs aus Dover sind tapfer und die Belohnung folgt nur wenig später direkt vorm Dortmunder Stadion. I love German Bratwurst. Ich liebe deutsche Bratwurst. Das erste Bier und die erste Bratwurst sind einfach so gut. It's so good, it's so good, it's so good. Die fußballverrückten Engländer sind in Dortmund mittlerweile Gesprächsthema. Weltklasse, also ehrlich, das sind Leute, die haben Geschmack, die wissen, welche Fußballmannschaft die beste ist. Ist halt eine Sache, die dann schon über den Fußball hinausgeht. Ziemlich großartig, wenn man die Leute dann einfach trifft und sind so nette Jungs. Einfach nur super, dass Dortmunder Fans überall auf der Welt vertreten sind und dass die Fans von überall herkommen. Ist einfach nur geil. Trotz der Niederlage des BVB. Spaß hatten die Jungs aus Dover dennoch. Außerdem gibt's für die Dortmunder Helden ja schon morgen die Chance auf Wiedergutmachung. Tuesday we're looking for a reaction. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Klopp macht das Team wieder heiß. Jeder in England will, dass wir nachher zugeben müssen, Arsenal ist besser als Borussia. Also auf geht's, Dortmund. Come on, Dortmund. Direkt nach dem Spiel geht's zurück auf die Insel. 14 Stunden im Auto für 90 Minuten Borussia. Echte Liebe halt. Morgen werden Rob, Justin, Matt und Neil in Dover vor dem Fernseher mitfiebern und mit ihren Schwarz-Gelben hoffen, dass es was werden könnte mit einem Heimsieg in der Königsklasse gegen Arsenal London.